Hallo und herzlich willkommen zu Wegwerf Part 23. Erneut, ich habe eben Part 23 schon mal versucht aufzunehmen, aber er hat sich schon wieder im Tuning aufgehangen. Schon zum zweiten Mal. Also das Tuning mag das Spiel hier gefühlt irgendwie gerade noch nicht. Frag mich nicht warum, aber irgendwas am Rumtunen ist hier wieder mal faul, aber den Fehler hatten sie leider Gottes vom Backbier schon mal. Ja, die Reifen und den Auspuff hat er jetzt geändert. Okay, vorne die Frontschürze hat er auch geändert. Das hat er übernommen, wie ich es eben machen wollte mit den Reifen. Ja, die Reifen hat er schon übernommen. Hier das Ding, den Auspuff hat er auch übernommen. Die Motorhaube hat er auch übernommen. Heckspoiler hat er auch übernommen. Frontspoiler. Hat er auch übernommen. Das war Stock, ne? Ja, das war Stock. Das ging nicht anders. Und hier wollte ich das hier haben. Hierbei hat er sich eigentlich aufgehangen vorhin. Da wollte ich das hier haben. Genau. Und jetzt bei den Dachsachen hat er sich leider aufgehangen. Nehme ich einfach das hier, damit ist der hier auch fertig getuned. Wie gesagt, das Video werde ich wahrscheinlich dann Just for Fun nennen, weil ich muss ja versuchen, noch ein paar Sachen wieder zu verbessern. Nehmen wir noch den Raiden, hoffe ich, dass er sich jetzt hier nicht aufhängt, weil ich möchte euch die Sachen gerne auch zeigen. Style 1, Style 2. Oder halt clean, ja gut, in dem Falle. Ich mag das Verrostete eigentlich. Im Ton kommt wieder, auch nicht schlecht. RS, Dings, so sieht er wie ein Rennwagen aus. Nehmen wir mal das hier. Ja, ich nehme jetzt das hier, glaube ich. Aber ich nehme ihn nicht in Gelb. Nehmen wir mal so ein, ja komm, nehmen wir mal so ein Giftgrün. Das bitte nicht wieder aufhängen beim Tunen. Zumindest optisch erstmal, weil wie gesagt, Panzerung und Leistung habe ich ja in dem Part 22 erklärt. Haben wir gerade noch nicht das Level, bisschen mehr das Geld für dadurch, dass unsere Spielstände kaputt gegangen sind, aber nützt ja leider nichts. Ach, zu dem Grün könnte ich ja die hier nehmen. Machen wir es kurz und knapp. Ich glaube, bei dem weiß ich schon, was ich nehme. Ich könnte mal sagen, ey, das hat der Lukas doch auch gemacht, aber das habe ich doch in Part 22 auch gesagt. Aber das mache ich nicht, weil er es gemacht hat, das mache ich, weil es mir am besten gefällt. Dafür werde ich andere Dinge anders getuned haben, bin ich mir ziemlich sicher, weil da achte ich nicht drauf. Hier nehme ich zum Beispiel das hier. Ja, der gefällt mir schon ganz gut. Wobei ich sagen muss, der gefällt mir auch in Standard ganz gut, aber ich glaube, ich nehme ganz ehrlich gesagt den hier. Na gut. Dann nehme ich wohl das hier. Einfach, dass wir was anderes dran gemacht haben. Was haben wir hier? Achso, kann man wieder ausschneiden. Sieht man mit dem Teil gar nicht richtig, weil ich dieses riesen Vorderteil dran gemacht habe. Aber es ist ja nicht schlimm. Nur bitte nicht schon wieder aufhängen. Ah ja, sieht man. Ja, sieht man nicht, weil ich Trottel vorne das Ding dran gemacht habe. Also ändert sich dann dem im Grunde genommen gar nichts. Ja, es ist nicht schlimm. Da kaufe ich einfach aus Prinzip irgendwas, was wir was gekauft haben. Und was passt da bei den Dachdingern am besten drauf? Die Motorsäge ist auch ganz geil.
Habe ich mich fast verdrückt? Nee, alles gut. Ja, es ist immer ein bisschen optisch. Viel mehr kann ich erstmal nicht machen. Jetzt können wir einfach ein bisschen Geld verdienen, bevor sich das Spiel wieder aufhängt. Zumindest versuche ich das. Das mache ich einfach just for fun. Ein bisschen benutzerdefinierte Events, ein bisschen. Ist ja egal, ob wir viel Geld verdienen oder nicht. Siehst du, das habe ich hier bei dem. Die Tröten genommen. Die Tröten wollte ich hier gar nicht drauf machen. Beim ersten Versuch von Part 23, wo ich mir den Tuning gemacht habe, habe ich bei dem Van nämlich eigentlich die Brille drauf gemacht, die Sonnenbrille. Aber egal, welche Karre fahren wir denn jetzt? Also ich persönlich muss eigentlich sagen, mir hat der ja am besten gefallen. Vom Reinfahrstier. Ja, der hat mir am besten gefallen. Ich glaube, ich fahre nochmal eine Runde Webel. Den Schaden mache ich aber dann auf normal. Auch wenn wir da nicht ganz so viel Geld kriegen. KI. Ich habe ja gesagt, wir machen jetzt eine Runde ein bisschen just for fun, also ist egal, ob wir viel oder wenig Geld kriegen, machen wir mal 6 Runden oder 5, machen wir mal 5 Runden. Gegner machen wir maximal, Banger Race ist okay. Ja, Neuling sind wir zwar nicht, aber ungetunte Autos, wir wollen ja auch eine Chance haben zu gewinnen, also machen wir es so und dann geht das schon. Nützt ja nichts, einfach ein bisschen just for fun, wie gesagt, das neue Carpack habe ich euch jetzt in dem Video hier vorgezeigt, also in dem Part 22, das ist das neue Carpack, unter anderem mit den Autos, die wir jetzt erfahren werden, aber vielleicht werde ich in dem Video auch noch ein paar von den alten Carpack-Fahrzeugen fahren, einfach, dass wir just for fun jetzt ein bisschen Geld verdienen und ein bisschen leveln. Das war das Level 35, brauche ich Minimum, um alle Tuning-Teile wieder freizuschalten, damit man die kaufen kann. Ich weiß noch nicht, ob ich offscreen noch ein bisschen das mit den Rasenmähern machen soll. Auf den zwei Strecken hier, Motor, Raceway und auf dem Boulder Bank Circuit, glaube ich, ob ich das offscreen noch ein bisschen machen soll, damit wir wieder an Geld kommen, damit ich die Karren schneller tunen kann. Oder ob ich dann gegebenenfalls nochmal die Karriere fahre, so von wegen neue Karriere reloaded oder so. Dann nenne ich die einfach Karriere reloaded oder keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, was ich machen soll. Könnt ihr ja vielleicht auch ein bisschen mitentscheiden, wenn ihr wollt. Weil eigentlich habe ich da Wreckfest echt Spaß gehabt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wo die Karriere durch war, war die Karriere dann halt langweilig. Weil wenn die Karriere einmal durch ist, dann hat das Spiel in der Karriere nicht mehr so einen großen Wiederspielwert. Dann ist es eher dafür da, um im Multiplayer Chaos zu stiften, sage ich mal. Aber dafür habe ich zu wenig Leute auf meiner F-Liste, die dieses Spiel im Multiplayer spielen. Und deswegen habe ich das auch nicht so viel gemacht, weil ich bin nicht so der absolute Multiplayer-Freak. Ich spiele lieber Singleplayer. Bin ja ehrlich. Aber jetzt habe ich dann einen Grund, Wreckfest neu aufleben zu lassen und die Karriere vielleicht auch noch ein zweites Mal zu spielen, um die Sterne wieder erneut zu machen. Und dann am Ende, wenn die Karriere fertig ist, halt dran denken, es sicherheitshalber in die Cloud zu speichern, damit uns das nicht nochmal passiert. Also, wer weiß, vielleicht spiele ich die Karriere wirklich nochmal neu. Gucken wir mal. So groß war der Umfang ja auch nicht. Wenn ich die Zeit finde, da sind das 3-4 Wochen mal freitags im Livestream oder halt dann für die wöchentlichen Videos. Wenn ich sage, in der Woche möchte ich meine 2-3 Videos bringen, weil ich euch ja, bevor die PlayStation kaputt gegangen ist, die andere mehr oder weniger versprochen habe, dass ich 2-3 Videos die Woche bringe. Vielleicht sind es dann auch 2-3 Wreckfest-Videos und dass ich die Karriere dann Stück für Stück wieder nachhole. Die Rennen sind ja trotzdem andere als damals. Also was heißt andere? Die Rennen sind die gleichen, aber der Ausgang ist ein anderer, weil in Wreckfest verläuft kein Rennen wie das Rennen davor. In Wreckfest ist jedes Rennen anders. Meine Meinung. Deswegen, wenn ihr das anders seht, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr euch freuen würdet, nochmal eine Karriere reloaded zu sehen, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich muss sagen, dieser Rebel Red, der fährt sich auf jeden Fall echt gut. Also von den neuen drei Autos gefällt der mir mit am besten.
Bumpf. Oh, ich habe nur noch 41 Leben. Ich sollte ein bisschen aufpassen. Ja, das ist nämlich Wreckfest. Ich sag ja, da läuft kein Rennen wie ein anderes. Da laufen alle Rennen laufen hier unterschiedlich und das ist geil. Nur 26% Leben, ja gut. Mit Vorwärts und Rückwärts, also mit entgegenkommenden Autos, ist man schnell mal Schrott. Der einer demoliert, den ich am meisten Schaden gemacht habe, deswegen habe ich Demolierhilfe bekommen. Oh Gott, kritischer Schaden. Oh Gott, jetzt kommen die da angeflogen. Uah, lass mich durch die Mitte. Der kommt da lang, dann versuche ich auch lieber hier lang zu fahren. Oh Gott, viel Leben haben wir nicht mehr und ich habe nur eine Runde hier nach. Oh Gott. Wie gesagt, das Video wird dann wahrscheinlich einfach Just for Fun heißen oder so, denke ich mal. Und Beschreibung überlege ich mir noch irgendwas. Nützt ja allen nichts. Irgendwie, wie gesagt, irgendwie müssen wir ja wieder Geld verdienen, dass wir uns die neuen Autos wieder leisten können. Und auch das Tuning, dass ich euch das halt zeigen kann. Gut, wie die Autos aussehen und optisch habe ich euch ja jetzt gezeigt. Also von daher, selbst wenn ich es vergesse, die mal irgendwann auf Art zu tunen, das wäre jetzt auch kein Drama. Könnt ihr ja alle selber machen, wenn euch die Autos gefallen. Na, wenn die da angeflogen kommen, fahr ich lieber da lang. Oh, robust ist der gar nicht gut. 2,0 hat der nur, der Raiden. Okay. Gut, der hat auch nur 3,9. Der ist für ein Looping wahrscheinlich nicht so gut. Ach, ich nehme den jetzt einfach mal. Der ist zwar überhaupt nicht robust, aber komm, no risk, no fun. Aber da sind dann auch alle in der A-Klasse natürlich drin. Ach, komm, ich tu mal schummeln. Na komm, wir sind zwar nicht robust, aber wir fahren jetzt einfach mal just for fun gegen hier Wohnwagen. Einfach mal was können. Wie das Video heißt, just for fun, irgendeinen Quatsch machen.
Wie gesagt, wer jetzt sagt, dass es langweilig ist, was ich hier mache, der muss es ja nicht gucken. Das ist ganz ehrlich meine Devise. Ich habe Spaß dran, auch wenn ich es mir teilweise zu einfach gestellt habe vielleicht. Aber ich habe Spaß dran. Mir muss es letzten Endes Spaß machen. Ich hoffe, ich kann euch aber trotzdem einigermaßen unterhalten. Und wenn nicht, dann tut es mir halt leid. Wie gesagt, es zwingt euch ja keiner zu gucken, aber ich freue mich über jeden, dem es gefällt, der einen Daumen nach oben da lässt und so weiter und so fort. Ich denke, die Karriere, ja, vielleicht mache ich sie halt wirklich nochmal, weil Spaß gemacht hat sie ja also was heißt einigermaßen. Es ist halt nicht das gleiche, wenn ich sie noch ein zweites Mal fahre. Aber das eine oder andere schwere Event, das ist dabei, das war auch nervenaufreibend, wo man mehrere Versuche gebraucht hat. Also die Herausforderung ist trotzdem da, ob man die Karriere nochmal souverän packt oder nicht. Gut, ich weiß ja schon, bei welchen Events ich einfach realistischen Schaden machen muss, mich raushalten muss, bis die KI sich irgendwie selbst zerstört, und bei welchen Events ich normal Schaden machen sollte, damit man überhaupt eine Überlebenschance hat und so weiter und so fort. Aber haut es einfach mal in die Kommentare, ob ihr Wreckfest in der Karriere nochmal dann als in der Woche zwischendurch ein, zwei Videos davon sehen wollt, also dass ich dann zum Montag, Dienstag, Donnerstag oder Montag, Dienstag, Mittwoch, weil meistens schaffe ich ja nur drei Videos in der Woche nach der Arbeit, dass ich pro Tag nach der Arbeit noch ein Video mache oder so, je nachdem, wie kaputt ich auch von der Arbeit bin. Deswegen zwei, drei Videos habe ich euch ja mehr oder weniger versprochen gehabt, bevor die Plättchen, wie gesagt, kaputt gegangen war. Ob wir dann Wreckfest in der Karriere da machen sollen, zum Beispiel als einzelne Videos, oder ob ich Wreckfest auch mal freitags dann wieder im Livestream machen soll. Wir können das ja auch abwechseln, dass wir einen Freitag Wide 3 machen, einen Freitag Wreckfest-Karriere, einen Freitag Nesca-Karriere, einen Freitag irgendwas anderes. Da muss ich mir halt einen kleinen Plan machen, den Freitag das. Vielleicht kündige ich das dann auch vorher mit einem kleinen Video an. Aber meistens ja eher bei mir nicht. Meistens freitags, wisst ihr ja selber, wenn ich freitags online komme, ist es immer relativ spontan. Mal bin ich schon morgens früh um 7 online live, manchmal bin ich erst um 9 oder 10 online, weil freitags mein freier Tag ist. Und dann zockt man ja freitags manchmal auch den ganzen Tag durch. Also wenn ich manchmal dann um 10 online komme, zocke ich ja dann auch bis 17, 18 Uhr mit euch durch. Oder wenn ich halt auch schon vor 10 online komme, dann zocke ich auch mit euch bis, keine Ahnung, 15, 16, 17 Uhr, je nachdem, was wir spielen, ja meistens auch freitags durch. Also heute, wie gesagt, bin ich halt nicht live, habe ich jetzt auch schon mehrfach thematisiert, einmal in dem Infovideo, ich weiß nicht, ob es vorhin in dem Video auch, aber dann thematisiere ich das jetzt halt nochmal, weil ich halt nachher nochmal weg muss. Deswegen. Beziehungsweise, bis das Video hier rauskommt, zwischenzeitlich schon mal weg war. Das nehme ich jetzt halt für heute Abend auf. Es müsste ja mittlerweile schon Part 22 da sein. Und hier dieser Part 23, den lade ich dann heute Abend noch schnell hoch. Ach, das erste sind allgemein nur Stadion gewesen. Ja gut, wir könnten Just for Fun nochmal ein Demolition Derby machen, aber Demolition ist irgendwie nicht so meins. Ich fahr lieber Rennen. Könnt ihr eigentlich nochmal die fahren? Das da war ja auch eine der neueren, ne? Die da und die da. Das waren auch noch neuere Strecken, glaube ich, die nicht von Anfang an drin sind. Fahren wir die nochmal? Ja, komm, fahren wir die hier nochmal. So, und da nehme ich jetzt aber einfach nochmal den Van. Lass mal ruhig Klasse C drin. Ja, lass mal ruhig Klasse C drin, ist okay. Leistungsgrad nur 118, ja, ist nicht schlimm. Dafür fahren wir halt auf leicht erstmal weiter, ist ja nicht schlimm.
Ja, ich bin ein sehr schlechter Verlierer. Deswegen steht die KI hier jetzt nur auf Neuling. Das ist aber nicht schlimm. Man kann sie auch höher stellen, gibt natürlich mehr XP und so. Und es geht ja nicht nur ums Gewinnen, es geht ja auch um Spaß haben, aber passt schon. Wie gesagt, ich wiederhole mich da sehr gerne. Wem es zu langweilig ist, kann auch gerne Daumen runter da lassen. Feedback ist Feedback, egal positiv oder negativ. Aber über jeden Daumen nach oben würde ich mich natürlich riesig freuen. Und wer denkt, mein Gesülze oder meine Fahrweise, die ist total grottenschlecht, der kann es ja gerne besser machen. Ja, bei dem Van wollte ich eigentlich die Sonnenbrille vorne drauf machen. Wie gesagt, durch den Absturz habe ich jetzt eben einfach schnell was drauf gemacht, aber ich glaube, die Tröten tun es auch. Nein, 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 nein. Scheiße, der hat mir vorne mitgegeben. Wir sind nur Siebter gerade. Nicht gut. Bei 5 Runden kommen wir diesmal nämlich nicht nach vorne. Sieht schlecht aus, oder? Na gut. Tja, auch auf einem leichten Schwierigkeitsgrad ist es nicht immer einfach. Aber schön ist, dass die KI sich auch untereinander rausrammt, wie man gerade vor mir gesehen hat. Also, dass die nicht nur auf den Spieler geht. Wo das Spiel rausgekommen ist zu Release, da dachte ich, what the fuck, die KI geht mehr auf mich wie auf alle anderen. Jetzt kommen wir dadurch, dass die KI sich gegenseitig weggebächt haben, kommen wir doch noch relativ gut nach vorne. Hoffentlich bleibt das auch so. Vielleicht kriegen wir den ersten ja noch. Ja, für so eine kurze Ovalstrecke wären mehr Runden besser gewesen. Da hätte ich auch 10 Runden machen können statt 5, aber es geht schon. Wir schaffen das auch in 5, hoffe ich. Ja, es tut der vorne ein bisschen Blödsinn machen. Sehr gut. Und wir sind Erster. So hoffe ich nur, dass das mit den Überrundungen klar geht. Was auch immer der da gerade links gemacht hat. Ich dachte, der fährt jetzt in mich rein. Aber da war zum Glück der Hügel zwischen dem und mir. Da ist bloß kein Blödsinn machen mit den Überrundeten. Oh, fährt er lang? Da lang. Okay, dann versuche ich hier lang zu fahren. Bei erster sein, bei Überrundeten heißt nämlich gar nichts, weil manchmal die Überrundeten einen auch kaputt machen, aber in dem Fall haben wir Glück gehabt. So, was, welche Karre fahren wir diesmal? Das Toilettenhäuschen war auch witzig, aber der ist nicht so zu empfehlen, was das Fahren anbelangt. Bumpercar. Ja, gut, die sind natürlich jetzt auch alle nicht mehr getuned. Der Wingman war vom ersten Pack. Killer Pick war, glaube ich, vom letzten Pack. Der Dragslayer war auch ein A-Auto. Ach komm, ich fahre nochmal das Schweinchen. Das ist irgendwie auch witzig gewesen.
Ja, die Ladezeiten, gefühlt waren die schon mal schlechter, gefühlt waren sie aber auch schon mal einen Ticken besser, aber gut. Egal, es geht. Beat me. Ich glaube, das Auto kann man gar nicht tunen, weil das Killerpick, das soll ja so schweinchenmäßig bleiben. Ich glaube, mit dem kann man gar nichts machen. Ich glaube, den kann man ein paar andere Felgen geben, das war's aber. Es ist halt schon geil, was man hier so alles fahren kann, ey. Ich glaube, der ist aber auch mehr für Deathmatches geeignet hier, das Schweinchenfahrzeug. Das ist mehr für Deathmatches wie für Rennen geeignet, aber da ich halt lieber Rennen fahre, fahren wir den jetzt auch im Rennen. Gut ist, wer sich natürlich jetzt erst die Season Pass Edition holt, hat dann schon ein paar Starterautos außer den Rocket. Der muss dann nicht nur mit dem Rocket die Karriere fahren, sondern hat man schon direkt ein paar gute Autos. Hat man schon 2A-Autos oder 3, einige B-Autos und hat auch einige C-Autos. Dann hat man halt mehr Auswahl. Das hat also auch Vorteile, wenn man jetzt erst mit dem Spiel anfängt und dann durch den Season Pass halt noch ein paar mehr Starterautos hat wie eins. Also durch die Included Season Pass Edition. Also ich würde jedem die Deluxe Edition empfehlen. Weil die DLC-Autos, nicht alle, aber die meisten DLC-Autos sind schneller und besser wie die Standard-Autos im Spiel. Meiner Meinung nach. Und ich persönlich bereue ja auch keinen Cent in Wreckfest. Also ich persönlich muss sagen, hoppala. Also ich persönlich muss sagen, Wreckfest ist jeden Cent wert. Der Kampagnenumfang ist relativ kurz gefühlt, ja, gebe ich zu. Aber trotzdem ist Wreckfest jeden einzelnen Cent wert. Ich will es auch nicht zu viel hochloben, weil es hat auch Bugs und Fehler wie jedes andere Game auch. Also die Kritik ist auch angebracht und wie vorhin ja festgestellt, während dem Tuning ist das Spiel wieder hängen geblieben, also hat sich aufgehangen. Mal diesmal kein PSN-Fehler, der auch oft kommt. Von wegen Fehler in dieser Anwendung, bla bla bla. Da kommt er bei PSN auch öfters, aber auch nicht bei dem Spiel, sondern auch so gut wie bei jedem Spiel. Das ist immer wieder mal passiert. Aber beim Tuning ist das Spiel leider mal wieder, hatte ich eben zweimal Standbilder, zweimal hängen geblieben. Einmal habe ich es rechtzeitig gemerkt, konnte ich mit der Share-Taste noch drücken. Das war in dem Part hier vor. Also in Part 22, deswegen habe ich bei Part 22 wieder keine Abmoderation gemacht, sondern einfach nur so hochgeladen ohne Abmoderation, aber die meisten wissen ja warum. Deswegen, wenn ich keinen Tschüss sage, dann wissen die ja, dass irgendein technischer Fehler war. Aber ich sage es halt immer wieder, auch für die Neuen, die es halt nicht wissen. Ich hoffe, dass hier die Abmod gleich funktioniert, dass es nicht nochmal sich aufhängt, aber sollte eigentlich funktionieren, weil wir tun ja heute nichts mehr. Zumindest habe ich eigentlich nicht vor, noch was zu tun. Wie gesagt, ihr könnt ja das einfach in die Kommentare schreiben, ob ich die Karriere nochmal spielen soll oder ob ich einfach nur, wenn Carpacks kommen, euch die Carpacks vorstellen soll und bestenfalls halt noch zwei, drei Just for Fun Videos mache und dann Geld grinde, damit man dann die Autos auch komplett tun kann beim Vorstellen halt. Die anderen Autos, wie hier unter anderem das Schweinchen und so, die habe ich euch ja schon vorgestellt in einem separaten Video, deswegen wäre das nicht mal so schlimm. Die anderen Autos habe ich auch alle so weit getunt gehabt damals, also müsst ihr einfach mal in die alten Videos reingucken, dann geht's. Es geht jetzt primär um die neuen Dinger. Jetzt haben wir hier noch ein Hammerhead freigeschaltet. Das ist super. Geht ja primär darum, wenn da neue Autos kommen. Oder auch jetzt diese ganzen Karren, die man dann erst ab 35 halt volltunen kann, die neuen. Wie ihr das sehen wollt, was ihr davon sehen wollt. Wenn euch das schlicht und ergreifend egal ist, dann mache ich sowieso so, wie ich denke, aber haut gerne mal was in die Kommentare. Ich würde halt unter anderem auch gerne mal eure Meinung dazu hören. Der Outlaw war auch ein A-Auto. Was sagen, der Buggy hat mir noch gefallen, obwohl es nur ein C-Auto ist.
Ja, was meine ich zum Beispiel? Das war von dem Season Pass das erste Carpack damals. Und der Buggy ist schon schneller mit 135 wie der Rocket zum Beispiel. In der Standard Edition habt ihr nur den Rocket am Anfang. Also der Buggy ist schon besser. Als Anfängerauto zum Beispiel. Also kann ich euch nur empfehlen dann. Ja, der ist nicht ganz so gut mit 125, weil es ist auch eher so ein Mini-Ding. Und der Van, der ist mehr für die Deathmatches geeignet. Also zum Anfang hin würde ich euch doch dann einen der beiden empfehlen. Also entweder mit Standard Edition habt ihr ja nur den Rocket. Und ansonsten halt den. Gut, der ist nicht so robust. Der Rocket ist robuster, aber der hier ist trotzdem besser. Gut, der hat Höchstgeschwindigkeiten nur 4,2. Da ist der Rocket wieder besser, aber dafür ist der hier in der Beschleunigung besser. Ja, 3,8 Beschleunigung besser und Kurvengeschwindigkeit ist der Buggy auch besser. Also, der Rocket eigentlich nur auf der Motorway, auf der Stadtstrecke besser, weil da viele lang gerade sind. Ansonsten ist der Buggy allgemein besser. Ja, und bei den B-Autos gibt es halt auch viele. Da müsst ihr halt selber gucken, welchen ihr dafür besser haltet. Ich muss sagen, der Hornet ist ganz cool, weil es ein alter BMW, wenn man es so will. Also, den fahren wir jetzt auch nochmal eine Runde, weil ich mag ihn. Dementsprechend wird er jetzt nochmal gefahren. Da ist es natürlich noch kein optisches Tuning wieder dran jetzt hier in dem Video, weil, ja, wie gesagt, in Gear sich das Spiel beim Tunen wieder aufhängt, weil da scheint jetzt, muss ich ehrlicherweise sagen, ein kleiner Fehler sich eingeschlichen zu haben mit dem neuen Carpack und dem Update, dass im Tuning wieder sich das Spiel anscheinend aufhängt. Ich weiß nicht, ob das nur bei den neuen drei Autos ist oder ob das wieder allgemein Fehler ist, der jetzt wieder gebugfixt werden muss. Das muss fairerweise gesagt werden. Das tue ich auch, aber das Spiel selber macht mir trotzdem mega, mega Spaß. Sonst würde ich nicht trotz Spielstand-Quäch es noch weiterspielen. Sonst hätte ich euch die drei Autos gezeigt und hätte dann gesagt, ach komm, Autos gezeigt ist mir egal, mache ich nicht weiter. Aber da mir das Spiel Spaß macht, habe ich jetzt wenigstens Grund, das Spiel wieder ein bisschen mehr anzupacken und ein bisschen mehr zu spielen. Ich glaube, ich fahre es noch ein, zwei Rennen. Dann beende ich das Video aber auch. Wie gesagt, dann muss ich sowieso erstmal noch wohin. Nochmal weg. Ja, und heute Abend lade ich euch das dann hoch. Weil ihr habt ja erstmal das andere Video hier jetzt. Ich hoffe, da guckt euch ein oder andere rein. Würde mich sehr freuen. Und dann gibt es heute Abend das Video hier noch als Bonus dafür, dass ich so lange weg war. Ah, ich wollte ihm am Heck erwischen. Jetzt habe ich mir dabei selber ein bisschen geschadet. Aber egal, macht nichts. Das meine ich halt, das ist wegfest. Das ist halt wirklich kein Rennen gleich dem anderen. Oh. Jetzt aber, jetzt erwische ich ihn. Und den auch, und den auch. Dafür ist es der vorne, der Old Boy. Der Old Boy bleibt aber auch nicht lange vorne. Zack. Und weiter geht's. Jetzt sind wir Zweiter, wo ist denn der Erste? Ah, der Erste hat sich schon gut absetzen können, glaube ich. Wenn sich einer fragt, wo die Ingame-Musik ist oder warum die nur so leise ist, das ist schon Absicht, weil ihr kennt das ja mit YouTube und bestenfalls mit Lizenzmusik in den Spielen drin. Also bevor die Videos dann nicht erscheinen, weil sie, wie nennt man das, gebannt werden oder keine Ahnung, wegen Lizenzrechten halt deaktiviert werden, lasse ich die Musik halt im Hintergrund nur leise an. Nach einer Zeit wiederholen sich die Lieder sowieso. Wobei ich sagen muss, der Soundtrack selber, der ist geil. Aber die wiederholen sich nach einer Zeit, wenn man viel spielt und dann ist es auch nicht schlimm. Hören wir lieber den Motoren-Sound. Also ich muss sagen,
mir gefällt das Spiel grafisch, soundtechnisch und vor allem der Schadensmodus. Der Schadensmodus ist. Könnten sich andere Hersteller echt eine Scheibe abschneiden, aber es hat auch immer so eine Lizenzsache. Die echten Hersteller, die wollen halt nicht, dass ihre Autos kaputt gehen. Und die Autos hier, ja gut, die haben halt alle keine Lizenz, sehen aber doch echten Autos sehr gut nachempfunden aus, finde ich teilweise. Wie gesagt, das hier ist ein alter BMW M3, würde ich behaupten. Könnt mich hier gerne eines Besseren belehren. Uiuiui. Und Gott sei Dank war das Ende. War gut, kohlemäßig lohnt sich das wirklich. Also ich weiß nicht, ob die was gepatcht haben. Kohlemäßig. Ne, 1,8 habe ich jetzt bekommen. Insgesamt habe ich schon wieder 48.000 zusammen. So, 48.000 haben wir schon wieder zusammen. Ja, gut. Ja gut, teuer sind die Sachen hier in dem Spiel wirklich nicht. So. Ja, welches Rennen fahren wir denn noch? Oder soll ich zum Abschluss noch ein Derby machen? Ich weiß es nicht. Bonebreaker mache ich jetzt mal nicht. Midwest Motor Center könnte ich auch nochmal fahren. Midwest Motor Center ist eigentlich auch eine coole Strecke. Ja gut, hier sind noch ein paar Spiele hier hinten sind noch. Ein paar Spiele, ein paar Strecken sind noch. Ist auch eine coole Strecke, das weiß ich gerade nicht. Ja, Rosenheim ist Dingensbums. Ja komm, fahren wir nochmal den Esterring, wenn man so will. Weil Rosenheim Raceway ist ganz klar die Esterring Rallycross Strecke, wenn man es so will. Also nehmen wir die nochmal. Mit welchen Wagen fahren wir die denn nochmal? Mit einem A-Wagen, mit einem schnelleren oder? Oder mit dem B-Auto, der war dicker ist auch nicht schlecht. Ich muss sagen, der gefällt mir auch. Oder der Bugzilla. Der Bugzilla fährt sich aber nicht so gut. Ich weiß nicht, was ich dazu gesagt habe damals in dem Video. Der sieht cool aus, aber keine Ahnung. Ach komm, ich bleib bei B. Ich wollte zuerst nochmal den Buggy fahren, weil ich den Buggy eigentlich auch ganz nice finde. Aber ich nehme nochmal den Wingman. Der schwenkelt so schön beim Fahren. Ich nehme nochmal den Wingman. Ich lasse es jetzt einfach so. Fahren wir mit dem Wingman noch eine Runde. Wenn das Rennen jetzt nicht zu lange dauert und danach noch ein bisschen Zeit ist, mache ich danach auch noch eins. Gucken wir einfach mal. Ich muss halt gucken, wann ich los muss. Also wie die Uhrzeit jetzt rennt, wie lange das Rennen dauert. So, geht's jetzt los, ja. So ein geiles Auto. Ich mag das Auto, ich finde ihn geil. Ich mag die Autos alle in Wreckfest irgendwie. Man kommt nur nicht dazu, die alle zu fahren. Dafür spielt man es halt zu wenig. Aber jetzt beim Leveln kann ich es ja so machen, dass ich die vorhandenen Autos allgemein fahre und wenn wir die Kohle haben, mir zwischendurch schon mal neue Autos kaufe. Ob ich sie dann schon tunen kann, ist relativ, weil uns das Level halt fehlt, aber dass ich einfach der abwechslungshalber halt hier so just for fun ein paar Rennen fahre. Und wenn ich die halt erstmal ohne optisches Tuning und License Tuning fahre, ist ja egal. Hauptsache wir haben Spaß. Und das habe ich. Also Spaß an dem Spiel habe ich. Ansonsten würde ich mir es wie gesagt nicht antun, nochmal alles neu zu machen. Mist, der war ich ein Ticken zu schnell. Ich wollte eigentlich durchfahren, damit ich ihn wegrammen kann.
Jetzt aber komm. Und jetzt bin ich zu langsam. Es ist eher schneller um die Kurve. Schade. Weil es ist ein Crash-Rennspielen, da will man ja auch eigentlich crashen. In der Karriere muss man sich mehr raushalten, weil du musst viel gewinnen, um viele Sterne zu holen und so. Bestzeiten fahren und alles Mögliche, aber hier will man ja eigentlich Schindluder treiben und die alle rausrahmen. Das ist eigentlich der Sinn der Sache. Und da es nicht rausgequetscht stand, bei dem einen weiß ich nicht. Den habe ich eigentlich links an die Bande gekickt, dass er voll vor die Wand gefahren ist. Aber hat das Spiel nicht so gewertet. Das Spiel hat das gewertet, dass er alleine vor die Bande gefahren ist. Aber gut. Das wäre dann schon wieder Meckern auf hohem Niveau. Deswegen lassen wir das. Zwar gewundert, aber egal. Macht nichts. Spaß haben wir, wie gesagt. Ist die Hauptsache. Und Rosenheim war eine der kürzeren Rennstrecken. Also ich glaube, wir können hier nach nur ein Rennen fahren. Und dann ist aber für heute Feierabend. Mehr Videos kommen heute leider erstmal nicht. Ja, Wochenende. Samstag ist ja der Tag, wo Frau am liebsten ihre Ruhe haben möchte, damit sie von der harten Woche auch chillen kann. Und da Frau dann auch am Wochenende ein bisschen lernen muss für ihre Facharbeit und so weiter und so fort. Und das bisschen Freizeit, was sie dann am Wochenende hat, was sie nicht lernt, ab und zu auch gerne was mit mir zusammenzockt. Gibt es am Wochenende bekanntlich dann keine Videos. Solltet ihr übers Wochenende aber hierzu noch ein paar Kommis machen. Wie es nun mit Wreckfest weitergehen soll, ob wir die Karriere nochmal neu machen sollen oder einfach Just for Fun Rennen fahren sollen oder ob ich ganz andere Videos bringen soll, das entscheidet so ein bisschen ihr mit. Wenn gar keine Kommis von euch kommen, gar keine Kommentare, dann werde ich wahrscheinlich erstmal mit Wreckfest weitermachen. Mit Just for Fun Videos, einfach bei mir, dass es wieder Spaß macht zu spielen. Dann werde ich leveln, damit ich auch an License Tuning komme. Dann weiß ich wenigstens schon mal so den Content für die nächsten 1-2 Wochen oder auch 3-4 Wochen, gucken wir mal. Dann weiß ich schon mal, was ich wöchentlich mache. Und was wir freitags machen, habe ich euch ja auch die Frage gestellt, wenn ich da keine Antwort kriege vom Infovideo oder so weiter, weil ich dann die Frage stelle, was wir spielen sollen. Oder ihr könnt auch Vorschläge machen, die ich da nicht drin gemacht habe. Wenn keine Vorschläge für die Freitagsstreams kommen, ja, dann mache ich freitags Just for Fun das, was ich denke halt. Aber unter der Woche kommt dann erstmal Wreckfest, es sei denn, ihr wollt was ganz anderes sehen oder sagt, nee, macht die Karriere nicht neu. Ist egal, dass du uns die Autos nur gezeigt hast ohne License Tuning. Warte, bis das nächste Pack rauskommt. Also, das ist, wie gesagt, das bestimmt ihr alles ein bisschen mit. So. Wie gesagt, ein Rennen fahren wir jetzt noch und dann ist erstmal für heute Schicht im Schacht. Muss mal gucken, dass die Strecke, die ich dann nehme, jetzt auch nicht zu lang wird. Es gab hier doch eine mittlere Strecke. Stehen hier auch irgendwo die Kilometerangaben? Ne, leider stehen die Kilometerangaben nämlich nirgendwo. Ich glaube, die hier geht noch. Die war gar nicht so lang, ne? Nehmen wir nochmal die hier. Ja, genau, die war gar nicht so lang. Die fahren wir jetzt aber nochmal mit dem Buggy, glaube ich. Ich hoffe, das war dann Abwechslung genug für euch trotzdem einigermaßen, also dass es trotzdem abwechslungsreich war. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Wie gesagt, Support ist kein Mord, oder wie sagt Christian Angel immer, Christian Angel 3000, Support ist kein Mord. Aber ich will ihm seine Sprüche auch nicht klauen, aber recht hat er damit ja. Deswegen lasst gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Haut auf die Glocke, um kein Video zu verpassen. Und
Und für die, die nur kommen, um Helden zu wollen, kann ich mit umgehen. Aber letzten Endes lasst doch einfach die Videos aus, wenn es euch stört. Na, alle anderen, die Freude daran haben, danke für euren Support. Wie gesagt, ich kann nur sagen, dass ich versuche, dieses Jahr so ein bisschen meine Versprechen einzulösen, was ich euch Ende letzten Jahres noch gegeben habe, dass mir im Januar halt die Konsole Schrott gegangen ist. Da steckt keiner drin. Technische Fehler gibt es halt leider Gottes immer. Aber ich probiere es hier im Jahre 2020 einfach einen neuen Anlauf mit der neuen Konsole. Und in netter Kommentarform nehme ich auch Kritik an, was ich besser machen soll. Wenn ich es besser machen kann, dann mache ich es. Aber sei dazu gesagt, ich habe kein Aufnahmeprogramm. Fehlt mir das nötige Kleingeld für. Ich mache alles nur mit der Share-Taste am Controller und mit den Optionen, die die PS4 hat. Deswegen kann es auch mal passieren, wenn ich so ein Video jetzt mache und es würde jetzt zum Beispiel wirklich ein CLN-Fehler kommen, dann ist es ja nicht gespeichert. Mit einem Aufnahmeprogramm wäre es gespeichert. Also wenn dann mal irgendwo eine Lücke fehlt oder was weiß ich, das Video abgehackt ist, dann war irgendein Fehler von Sony-Seiten, von der PlayStation oder was weiß ich. Die PSN-Fehler kennt wahrscheinlich jeder von euch, die, also zumindest von den PlayStation-Spielern. Aber ich sag mal so, mit meinen Möglichkeiten, die ich habe, die sind sehr beschränkt, ja, ich weiß, aber die Möglichkeiten, die ich halt habe, dementsprechend kann ich gerne Kritik annehmen, aber damit ihr halt wisst, wenn ihr Kritik macht, von wegen kauft ihr doch ein besseres Mikrofon oder macht dies und das. Ja, das ist, wäre Kritik, ich bin auch kritikfähig, aber kann ich mir persönlich nicht leisten, stehe ich zu, kaufe ich mir lieber ein paar neue Games. Habe ich persönlich mehr von. Und die PlayStation hat ja die Option, es mit euch zu teilen und die nutze ich halt. Vielleicht hole ich mir da auch mal ein paar Tipps von Christian Angel. Vielleicht ist es doch gar nicht so teuer, wie ich denke oder so. Vielleicht hole ich mir da mal ein paar Tipps. Aber da steht alles noch in den Sternen. Deswegen, wie gesagt, zu professionell will ich auch gar nicht werden, weil das soll ein Hobby bleiben. Ich verdiene damit kein Geld. Mein Geld verdiene ich draußen im Real Life. Und deswegen hoffe ich, ihr seid zufrieden, einigermaßen, so wie es ist. Bedanke mich jetzt hiermit beim Zuschauen. Gut, war ja nicht live, also was heißt beim Zuschauen? Ich hoffe, ihr guckt das Video und dann bedanke ich mich bei allen, die das Video bis zum Ende geguckt haben. Und sage damit jetzt erstmal Peace und reingehauen. Euer Maulwurf.